Moin mal Leute, David hier. Also, ich zeige euch jetzt einfach mal, bevor ich heute vielleicht nochmal eine Runde zeige. Ich weiß es noch gar nicht genau, wie lange das hier dauern wird. Ich möchte euch so ein bisschen durch die Upgrades der Outlaws führen, denn ja, die Frage ist jetzt letztes Mal aufgekommen und da gehen die Meinungen nicht wirklich weit auseinander. Es gibt einige, die noch nicht so ganz verstanden haben, wie das funktioniert, und andere, die, ja, die meisten sind sich hier ziemlich einig, in welcher Reihenfolge man welche Upgrades zieht. Bei Tykes ist das Entscheidende, dass ihr mit sehr, sehr viel durchkommt. Tykes hat nicht so einen wirklichen Vanilla-Build, wie andere Kommandeure das haben. Wenn wir zum Beispiel Phoenix nehmen, der immer Carrier spielen kann, es aber nicht tun sollte, weil es viel, viel bessere Comps gibt. Aber es gibt einiges, was wirklich gut ist. Und bei Tykes könnt ihr wirklich auch ein bisschen nach eurem Spielstil und nach eurem Belieben einfach die Sachen wählen. Und ihr seht, dass ich mir die Upgrade-Gebäude auf eine Taste lege. Das hilft auf jeden Fall, um dann nachher durchzutappen. So, hier, diese Runde habe ich jetzt einfach gewählt. Scheiß auf die Runde. Ist gut ausgegangen, war gegen Sky Terran. Ich kann vielleicht nochmal am Ende ganz kurz zum Ende scrollen und dann zeigen, was ich gebaut habe. Ihr seht halt hier so der Klassiker, ne, meine beiden ersten Jungs. Das Entscheidende bei Tykes ist, wenn ihr eure Outlaws wählt, es gibt Outlaws, die sind überragend. Die sind wirklich outstanding stark, und es gibt Outlaws, die sind das nicht so. Die lesen sich gut und in der Theorie sind sie es dann auch. In der Praxis sind sie es allerdings überhaupt nicht. Und es gibt einen Kombi, bei dem das ganz extrem zutrifft. Die meisten Kombis haben eine gute Nische. Es gibt einen, den man eigentlich nie, wirklich nie benötigt. Es gibt ein, zwei Situationen, in denen man ihn spielen kann, aber dann nimmt man ihn als Fünften. Das ist so spät, da spielt das alles auch gar keine Rolle mehr. Ich möchte euch jetzt erst einmal durch dieses erste Gebäude wählen, denn da ist ja auch Tykes drin. Und zwar ist das das Desperado-Versteck. Im Desperado-Versteck haben wir Tykes, Crooked Sam und Sirius. So, da haben wir also schon mal zwei der mächtigsten Outlaws überhaupt. Und zwar Tykes, den wir sowieso jedes Mal kriegen. Und wir haben halt auch hier unten Sirius. Die beiden sind übermächtig. Das ist einfach Wahnsinn, wie gut die sind. Und dann haben wir halt hier in dem Schweinestall haben wir Blaze, Cannonball und Rattlesnake. Und dann haben wir halt hier noch Vega oben, Nux in der Mitte und Lieutenant Laina Nikara. Ne? Anfänglich haben wir sie, glaube ich, alle gespielt. Mittlerweile nein. Aber der Grund dafür ist ganz simpel. Also, bis auf Bedrohung auf Kahal gibt es keine Map, wo ihr die erste Welle sehen könnt, bevor ihr euren zweiten Outlaw holen könnt. Ihr könnt euren zweiten Outlaw genau bei 3 Minuten holen. Also in dem Moment, wo Tykes kommt, könnt ihr auch euren zweiten Outlaw holen. Wenn eure Build-Order stimmig ist, also ihr die Build-Order einhaltet, dann könnt ihr ihn euch genau leisten und habt noch ein paar Minereien übrig, um dann halt kurz danach, wenn die das genau, also wenn die beiden das zerstört haben, also euer erster und euer zweiter Outlaw, also Tykes mit X, dann habt ihr genau genug Minereien, um halt das zweite Command Center zu bauen. Ihr saturatet nicht so schnell, als ob ihr das zweite Command Center als erstes Gebäude baut. Dann habt ihr nämlich schneller WBFs, aber das macht einiges manchmal schwieriger. Also es ist nicht immer so, dass man nur auf Ökonomie achten soll, sondern man sollte auch darauf achten, dass man möglichst effektiv spielen kann. Wenn wir jetzt einmal also hier durchgehen, also genau, das Thema möchte ich eben kurz abschließen. Das heißt, in den meisten Fällen wisst ihr nicht, was euer Gegner ist, bis ihr eure ersten beiden Outlaws gewählt habt. Also Tykes in Kombination mit X. Ihr seht, bei mir, die letzten Runde, die ich gezeigt habe, war es immer Rattlesnake. Warum ist es Rattlesnake? Weil Rattlesnake der Allrounder überhaupt ist. Er ist eigentlich immer gut. Ne? Der gute alte Rattlesnake ist immer gut. Und die Alternative dazu ist, weil ihr wollt eigentlich schon einen Heiler haben. Man kann auch ohne Heiler spielen, da braucht man aber ziemlich schnell Medivac-Plattform, was euch dann auch Upgrades nimmt, was euch ziemlich viel Push-Qualität nimmt. Ihr könnt dann auch als zweiten Lieutenant Dikara wählen. Lieutenant Dikara bedeutet, im gesamten Verlauf des Spiels verliert ihr einen potenzielles 20%, also verliert ihr 20% DPS potenziell. Das kann aber noch sehr, sehr viel mehr sein, weil das kommt auf die Map an. Spiele ich zum Beispiel Züge-Missionen und ich habe Rattlesnake, der, ich habe ihn ja sogar schon hier, Bonus auf gepanzerte Einheiten macht. Das heißt, der macht auch Bonusschaden auf die Züge, zum Beispiel auf transsassonische Eisenbahn. Das heißt, ich nehme mir pro Attack-Intervall 80 Damage und Nikara macht gar keinen Schaden. Sie hat aber auch nichts, um den Schaden meiner anderen Outlaws zu erhöhen. Das heißt, Nikara kostet mich ganz klar sehr viel Schaden. Und sie heilt, aber die Heilung von Rattlesnake ist besser. Nicht individuell besser, also wenn ich jetzt nur mit drei Outlaws spielen würde, ist Nikara ganz gut, weil sie dann halt die beiden Outlaws vor sich halt super heilen kann. Aber Rattlesnake hat AOE-Heal und das betrifft halt auch meinen Mitstreiter. Wenn er Bodeneinheiten spielt, das ist halt das Problem. Ne? Also platziert ein Gerät auf dem Boden, das alle verbundenen Einheiten in einem Umkreis pro Sekunde um 2% ihrer Trefferpunkte heilt. Es sind ja dann ja später 4%, nämlich wenn ich das erste Upgrade ziehe. Und jetzt gehen wir einmal auf die Upgrades. Wir gehen also zuerst auf Tykes. Wir haben hier KD9A Implosionskern kaufen, Vanadium-Mantelung kaufen oder Kelmorianische Ripper-Geschosse kaufen. So, diese drei Upgrades, von denen muss ich als erste wählen. Die Ultis werden ja erst freigeschaltet, wenn ich diese drei gezogen habe. Also wenn ich Q, W, E habe, dann kann ich auch R wählen. R, Bullseye, Gefechtsheim, Helm,
kaufen, ne? Alle anderen Ausrüstungsgegenstände verteidigt und das mal Ausrüstungsgegenstände kaufen, ja. Das ist dann die Erklärung dazu. Erhöht Waffenschaden um 20% für jeden Outlaw in seiner unmittelbaren Nähe. Das bedeutet maximal 80% Damage obendrauf. Klingt super. Großartig ist es auch. Jetzt geht es aber erstmal um diese drei. Also welches Upgrade ziehe ich als erstes? Weil am Anfang kann ich mich nicht auf einen Outlaw konzentrieren und alles durchgraden, sondern ich will ja von den Outlaws, die ich dann auf dem Feld habe, auch ein bisschen was ziehen. Hier gibt es Option, ja, aber im Endeffekt nicht wirklich, denn W, Vanadium-Mantelung kaufen, ist großartig. Erhöht den Schaden von Tykes Schreddergranate um 50. Die Schreddergranate macht von Haus aus 75. So, fügt gegnerische Einheiten im Zielgebiet 75 Schaden zu. Ich habe hier leider keine Einheiten. Ist auch egal. So, die meisten oder ein sehr, sehr großer Anteil meiner gegnerischen Einheiten wird zerstört, wenn ich 125 Schaden mache. 125 Schaden in einem AOE-Bereich, der nicht gerade besonders klein ist. Steht ja in Konkurrenz zu, ich pull alle Einheiten zusammen und betäube sie 2 Sekunden lang. Das ist okay. Also ich füge trotzdem weiter meine 75 Schaden zu und ziehe sie zusammen und betäube sie. Mache aber halt weniger Schaden. Erheblich weniger. Und hier ist es halt so, Angriffe verringern die Panzerung von Zielen 2 Sekunden lang um 5. Und zwar passiert das nur mit der Auto-Attack. Das heißt, wenn Tykes auf eine Einheit schießt, dann verliert die 5 Panzerung. So, jetzt ist das Entscheidende, wie viele Einheiten sind denn am Anfang wirklich gepanzert? Wenn die ersten Einheiten kommen, sind sie in der Regel 1-1 oder im Fall von Protoss 1-0-1 für die ersten Wellen auf Brutal. Auf Normal und Moderator so sind sie ja immer 0-0-0 oder 0-0. Hier kommt die Panzerung also erst im Verlaufe der Runde, wird die Panzerung höher. Das heißt, irgendwann kämpfe ich dann gegen 3-3-Einheiten oder 3-0-3-Einheiten. 3-3-0-Einheiten. So, das heißt, die Panzerung wird dann irgendwann höher und dann macht das Geschoss auch Sinn. Aber ich brauche es definitiv nicht am Anfang für die ersten Wellen. Jetzt werden einige sagen, ja, aber es gibt ja auch Schaben, kommt, ne, von Zergs. Das stimmt. Aber nur die Einheit, die ich antage, die verliert die 5 Panzerung. So, und wenn ich aber jetzt das hier dagegen rechne und ich sage mal, es kommen 8 Schaben. Und ich füge jeder Schabe von, die haben ja ein bisschen mehr als 75 Lebenspunkte, also die überleben selbst 125 Damage. Dann haben sie aber nur noch so wenig Lebenspunkte, dass Tykes mit seinem schnellen Return so die Schaben killt. Nämlich das hier, killt der eine schneller, eine nach der anderen schneller, braucht aber insgesamt länger, frisst also dementsprechend länger Damage und ich brauche viel länger, um eine Welle abzuwehren. Wenn ich jetzt also als Beispiel 8 Schaben nehme und ich werfe eine Granate da drauf und ich werfe sie mit 75 Schaden drauf, ist es okay. Werfe ich sie aber jetzt mit 125 Schaden drauf, mache ich auf diese 8 Schaben 400 Schaden mehr. So. Und nicht hier ganz langsam der einen mehr Schaden, sondern nein, ich mache allen Schaden zusammen insgesamt 400 Damage mehr. Und das ist natürlich Wahnsinn, Wahnsinn, wahnsinnig viel, viel besser. Das heißt, das erste Upgrade, was ihr ziehen wollt, auch gegen Sky Terran, gegen Schaben, egal gegen was, ist immer W. Auch wenn ihr gegen Bio-Terran zum Beispiel spielt. Die Marodeure werden dadurch gewone-shottet. Weg. Also, W ist immer die erste Wahl. Gehen wir auf Crooked Sam. Crooked Sam kommt immer in der Regel viel, viel später. Es gibt Leute, die spielen ihn als zweites. Das ist die Variante, wo ich gesagt habe, da braucht man aber Medivac-Plattform. Dann zieht man erstmal die 100% mehr Damage oder man kann auch erstmal die Betäubung ziehen. Das wäre dann hier, dass Crooked Sam halt bestimmte Einheiten betäuben kann. Oder man kann auch hier Procyon Schattenanzug kaufen, dass er halt ein bisschen langlebiger ist. Also er wird dann ja 5 Sekunden lang 80% schneller. Und ist halt unverwundbar für 5 Sekunden und das alle 15 Sekunden. Das ist ganz okay, um halt immer Harassment zu machen. Also Angriff weggehen, Angriff weggehen, Angriff weggehen, Angriff weggehen. Dafür ist es ganz gut. Das Ulti ist das Entscheidende. Das heißt, ihr wollt Crooked Sam eigentlich auch erst zu dem Zeitpunkt haben, wo ihr halt auch wirklich das hier hinten ziehen könnt. Bei Crooked Sam spielt es keine Riesenrolle, was ihr als erstes zieht. Es kommt darauf an, in welche Rolle ihr ihn als erstes haben wollt. Wollt ihr mit ihm Bases pushen, dann auf jeden Fall das hier hinten, Procyon und Schattenanzug. Wenn ihr zum Beispiel auf der Zügemission ihn wählt, damit ihr die Züge schnell killen könnt, dann auf jeden Fall Last Corp. Weil das macht 100% mehr Damage und der Schaden ist eh immens und dadurch nochmal 100% obendrauf. Dann sind die Züge auch ratzfatz weg. Dann ist Crooked Sam auch genial. Und das hier ist halt die Betäubung. Unterbindet die Detektorfähigkeit, was halt nicht so überwichtig ist, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist halt betäubt, das ist ziemlich gut gegen, auch gerade gegen Hybriden und dergleichen. Also, das hier, wenn ihr viel Damage machen wollt, das hier, wenn ihr damit Bases pushen wollt mit Crooked Sam alleine am Anfang, wenn ihr halt die Medivac-Variante wählt. Dann kommen wir zu Sirius. Sirius hat 2 Upgrades, die in Konkurrenz zueinander stehen am Anfang, wobei man bei einem eigentlich nie was falsch machen kann. Selbst wenn ihr gegen Sky Terran oder Sky Toss oder sowas spielt, also wo halt am Anfang schon viel Luft ist, ist die Sache,
dann ist das hier nicht schlecht, aber Tychus ist super gut gegen Luft, auch wenn Rattlesnake jetzt erstmal gar nicht auf Luft angreifen kann, spielt das keine Rolle. Tychus alleine macht schon sehr, sehr guten DPS auf Lufteinheiten. Das hier ist sehr, sehr gut. Thunderbolt-Raketen, SA-55 kaufen, kann man wirklich gut machen, weil man damit die Lufteinheiten super zerreißt. Wenn ihr jetzt nicht ganz sicher seid, gerade bei Protoss, ist das ein Skycomp, ist das kein Skycomp, und dann nehmt das. Möbius-Terrorgeschosse sind einfach wahnsinnig gut, denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einheit in Furcht gerät von den Türmen, ist zwar gering, aber es geht halt hier um Sirius selber, der halt 30% hat bei jedem dritten Angriff, also statistisch gesehen nicht bei ganz jedem dritten Angriff, aber ungefähr bei jedem dritten Angriff löst er das aus, und dann rennen die Gegner halt in Furcht durcheinander, und dann ist es viel, viel leichter, sie einfach zu töten, weil, ja, sie greifen halt nicht an, sie rennen halt weg. Es gibt ja bestimmte Mutationen, wo das die eigenen Einheiten trifft, wo die eigenen Einheiten Furcht kriegen, und ihr wisst, wie nervig das ist. Und so ist es natürlich auch für die Gegner. Die Türme lösen das nicht so häufig aus, das stimmt schon, 3%, ist nicht großartig, aber Sirius selber löst es aus. Sirius holt aus seinem gesamten Damage nicht über sich selbst, sondern über seine Türme. Das könnt ihr dann immer als zweites wählen, wenn Luft da ist. Ist es ein Comp, der, ich sag mal, nur ein paar Mutalisken enthält, aber ansonsten unglaublich viel Masse an Zergling und Bärsling, dann wählt auf jeden Fall Detonator. Detonator macht halt immensen Damage, wenn ein Turm zerstört wird, nämlich 50. Das ist nicht wenig. Ihr müsst überlegen, wie wenig Lebenspunkte ein Zergling hat. Einen Moment. Wow. Gott. Holla die Waldfee. So. So, dann ist es nämlich sehr, sehr gut. Weil Zergling und alles sind Nahkämpfer und die zerstören dann eure Türme und kriegen 50 Damage im AOE-Bereich und damit, ja, sterben sie halt auch. Ne? Das heißt, sie zerlegen eure Türme und eure Türme sorgen dafür, dass sie sterben. Das heißt, das immer als entweder als letztes, wenn Sky Terran ist, oder halt wirklich als zweites, aber dann würde ich das zuerst wählen. Also das ist eigentlich meine immer erste Wahl, sei denn ich weiß, es ist Sky Terran. Nur gegen Sky Terran wähle ich das. Ansonsten immer das hier als erste Wahl und das hier gegen Zerglinge, Bärslinge und sowas als zweite Wahl. Die beiden. Sirius ist aber auch der Held, den ich immer mit versuche, als erstes abzugraden. Also Sirius und Nux sind die beiden Outlaws, die man immer versucht, als erstes voll durch abzugraden, weil ihre Ultis sind wahnsinnig gut. Also bei Sirius ist es krank, wie gut das Ulti ist. 75% mehr Lebenspunkte und Waffenschaden ist einfach krank. Das macht die Türme halt unendlich viel besser. So, dann gehen wir mal auf das zweite Gebäude, und zwar auf den Schweinestall. Hier haben wir Blaze, Rob Cannonball und Kev Rattlesnake. Ich fange jetzt mal bei Rattlesnake an, weil ich ihn halt auch immer als Nummer 2 wähle. Rattlesnake hat hier unten auch wieder Upgrades. Was ist denn los gerade? Jetzt muss ich hier die ganze Zeit niesen. Entschuldigung. Ja, nicht, dass ich jetzt schon wieder verschnupft bin. Das wäre ja echt ätzend. Ich bin gerade erst wieder gesund seit einer Woche. So, Mann, Mann, Mann. Also, wir haben hier unten die drei Upgrades. Omoyanische Signalmodulator, dann Möbius Aggressionsverstärker und geheimes Stimpack-Vorrat. Ganz cool. Rattlesnake hat keine besonders hohen Attack-Speed und Tychus ist super, super schnell, gerade auch, wenn man halt dieses Upgrade jetzt zieht. Ich weiß nicht, ob das schon durch ist. Ja, ist schon durch. Das heißt, kann ich das hier sehen dann? Dauerfeuer. Nein, kann ich leider nicht sehen, weil mein Video da genau im Weg ist. Also egal. Tychus ist eh super, super schnell. Der nächste Kombi, der kommt, wird wahrscheinlich dann, weil es hier Skyterror Sirius sein, oder wenn ich einen anderen Fall brauche, wie zum Beispiel ist ein Zerklinge, dann nehme ich Nux. Nux und Sirius haben halt den Nachteil, also dieses Vitalstimulator wirkt sich nicht auf die Türme aus und Nux greift super, super langsam an. Das heißt, diese 20% und Nux macht seinen Job wirklich nicht über seine Auto-Attacks. Das heißt, das ist nicht besonders wichtig, dieses hier, ne? Dass ich 20% höhere Angriffsgeschwindigkeit habe. Was aber wichtig ist, ist das hier. Omoyanischen Signalmodulator. Also verbessert die Heilungsrate von Rattlesnakes Vitalstimulator um 100%, 2% der Gesamtlebenspunkte pro Sekunde und wenn ich es upgegradet habe, 4%, und das sorgt dafür, dass ihr extrem viel Face-Tanken könnt. Ihr könnt also super tief, schon super früh rein. Das ist das erste Upgrade, was ihr ziehen solltet, wenn Rattlesnake eure Nummer 2 ist. Vor allen anderen Upgrades ist das das erste Upgrade. Auch vor dem dritten Outlaw. Das hier könnt ihr sehr, sehr lange verzögern. Es gibt auch hier natürlich wieder eine Ausnahme. Wenn ihr das hier nehmt, also wenn ihr damit durch seid und ihr überlegt, welches ihr jetzt als nächstes zieht, nehme ich immer den geheimen Stimpack-Vorrat,
weil es einfach Rattlesnake zu einem besseren Tank macht. Ich kann dann mit Micromanagement kann ich dann Tykes zum Beispiel hinter Rattlesnake ziehen, damit Rattlesnake halt vorne steht, weil Rattlesnake hat, und das ist echt ein bisschen blöd gemacht, er ist ja ein Frontschwein. Ne? Er gehört jetzt zu den Frontschweinen, aber wenn man jetzt hier auf seine Reichweite guckt, Reichweite 6 zu Reichweite 5. Tykes steht also immer vor Rattlesnake. Das ist ein bisschen doof, finde ich. Ich finde, Rattlesnake könnte ruhig davor stehen, weil er ist halt ein Frontschwein. Ne? Der Schweinestall besteht ja aus den eigentlichen Tanks. Wobei Kev eher Supporter ist, aber trotzdem hätte ich es mir gewünscht, dass er halt genau andersrum. Tykes 6, Rattlesnake 5. Hätte ich besser gefunden, aber gut. Spielt keine Rolle. Oder er hat keine große Auswirkung. Wenn ihr das hier wählt, könnt ihr halt Tykes manuell hinter Rattlesnake ziehen. Und das geht dann auch ganz gut. Und dann das als drittes. Und der. Ja, ich sag mal, das Ulti ist nur dann wichtig, wenn ihr auf Zombie-Maps oder so unterwegs seid. Weil in der Regel habt ihr durch Nux, durch Sirius, durch Tykes so viel AOE und so viel Damage, dass ihr den AOE nicht braucht. Wenn ihr jetzt aber gegen Mech-Toss zum Beispiel spielt oder auch gegen Mech-Terran oder halt auf einer Zombie-Map, ist die Hammermunition ziemlich gut. Denn jetzt wird 50% des zugefügten Schadens ja, als AOE zugefügt. Und wenn ich jetzt halt überlege, 50%, okay, er macht jetzt Schaden 40, 20 wären das dann auf Zerglinge oder dergleichen, das ist jetzt nicht überragend. Aber wenn man das mal auf gepanzerte Einheiten sieht, dann sind das 40 Damage pro Attack AOE. Ne? Also auf alle Einheiten außer das Primärziel. Das Primärziel bekommt 80 und alle drumherum bekommen 40. Das ist immer noch ziemlich, ziemlich gut. Vor allen Dingen, wenn ich vorher mit Tykes eine Granate draufgeworfen habe und die Granate hat schon dafür gesorgt, dass nicht viel lebt, dann oder nicht viele Lebenspunkte übrig sind. Dann reicht das hier, dieser AOE, um halt wirklich aufzuräumen mit dem Rest dann halt. Also ich ziehe bei Rattlesnake erstmal nur das und upgrade dann erstmal meine anderen Kommandeure, also den myanischen Signalmodulator kaufe ich und dann lasse ich Rattlesnake erstmal Rattlesnake sein und upgrade nichts weiteres. Denn ich will ja dann auch erstmal Sirius durchgraden. Ich will natürlich auch bei Tykes hier schön upgraden, weil das ist schon echt immens viel. Also diese beiden sind mir immer sehr, sehr wichtig. Der Pull, wenn ich Nux als zweiten habe und den hier, wenn ich halt Sirius als zweiten habe. Als dritten habe. Ne, also das ist gut zusammenpullen und damit Nux einfach seinen Blizzard da draufhauen, killt alles und das ist halt ganz gut, wenn ich mit Sirius spiele, weil Sirius hat kein AOE, das heißt, er tagt jedes Target einzeln und in der Regel natürlich das, was vorne steht. Auch die Türme gehen dann natürlich auf das, was vorne steht und das erhöht dann den Damage immens, weil es ja alle betrifft. So, dann gehen wir hier zu. Ich fange jetzt mal oben an, Blaze. Blaze ist so enttäuschend. Blaze ist nie notwendig, das ist das Problem. Man kann Blaze mal als Fünften spielen auf einer Zombie-Map, ja, okay, dann ist er ganz gut. Es gibt auch so eine Situation, wenn ich jetzt wenn ich einen Stukov mitschreite oder einen Karax mitschreite auf Nacht des Grauens habe und ich weiß, ich muss nachts nicht rein, dann kann ich Blaze auch ganz gut wählen. Aber auch dort habe ich halt Rattlesnake, der AOE hat. Ich habe Sirius mit seinen großartigen Türmen, ich habe Tykes, der alles in Sekunden zerlegt und ich habe Nux, der halt auch AOE-Felder hat. Ich brauche Blaze erstmal gar nicht. Und ja, gehen wir aber durch, in welche Reihenfolge ihr die ziehen sollt. Wir haben hier vorne Hochleistungscontainer, erhöht den Radius von Blaze Ölspur um 100%, erhöht den Schaden, den in Brand gesetzte leichte Einheiten durch Blaze Fähigkeit Ölspur erleiden, auf 25 pro Sekunde. Also erhöht es auf 25, nicht um 25. Und dann haben wir Einheiten, die von Blaze Ölspur in Brand gesetzt wurden, explodieren nach ihrem Tod und setzen feindliche Einheiten in der Ge Umgebung in Brand. Wildfeuer-Brandbeschleuniger ist der Grund, warum man überhaupt Blaze spielt. Wenn man Blaze spielt, dann genau wegen dieser Fähigkeit. Wildfeuer-Brandbeschleuniger bedeutet nämlich, wenn ich jetzt einen Zombie in Brand stecke, der explodiert, dann wird er alle um sich herum halt auch in Brand stecken und so habe ich eine Kettenreaktion, die, ich sag mal, bei Nacht des Grauens, wenn es richtig gut läuft, einmal um meine Base herum alles einfach in Brand steckt und alles ist tot. Und plötzlich hat Blaze, der gerade erst gekommen ist, 300 Kills. Wahnsinn, ne? Das kann natürlich auch nur Blaze, aber. Ja, wie gesagt, er muss dafür die Einheiten auch töten. Und es ist nicht gerade selten, dass er eine Ölspur wirft und in dem Moment, wo er hinläuft, um die Einheiten Brand zu stecken, sind die Einheiten leider schon tot, weil Tykes, Sirius und alle haben halt schon so viel gekillt, dass ja, die Einheiten, die in der Ölspur gesteckt haben, nicht mehr getötet werden können von Blaze oder nicht mehr in Brand gesteckt werden können. Als zweites sieht man das. Hartes Öl kaufen zieht man aus dem Grund, weil die Einheiten dann einfach, die in Brand gesteckt sind, viel, viel schneller in Brand gesteckt, also viel, viel schneller sterben, also dementsprechend viel, viel schneller alles drumherum auch in Brand gerät und dementsprechend die Kettenreaktion viel, viel schneller voranschreitet und ich erheblich weniger Damage bekomme. Das ist dann das dritte, was man nimmt, erhöht den Radius von Blaze Ölspur um 100%. Das Entscheidende bei der Ölspur ist, dass es eingegrabene oder getarnte Einheiten, die sich auf dem Boden befinden, sichtbar macht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, ihr spielt Nacht des Grauens und ihr wisst, okay, ich spiele gegen Zergs, das heißt, das sind ja immer die eingegrabenen Einheiten, die dann halt diese Stacheln werfen. Den Namen kann ich mir einfach stumpf nicht merken, das ist total geil.
Ich spiele schon so lange, ich kann mir diesen Namen nicht merken. Egal, auf jeden Fall, wenn die dann da sind, wisst ihr, aha, die machen viel Damage und ich will, dass die dann auch sterben. Deswegen nehme ich Sirius oder ich nehme Nux als Detektor oder ich nehme Nikara als Detektor. Ihr könnt auch Blaze nehmen. Und da, wo die Stacheln herkommen, da werft ihr euer Öl drauf und zack, habt ihr die eine Seite sichtbar gemacht. Spielt ihr gegen Protoss, wisst ihr, das sind dunkle Templer. Alles klar, werft ihr in den Radius. Ihr seht ja immer diese schemenhafte Erscheinung von den getarnten Einheiten. Da werft ihr einfach hin und zack, sind die dunklen Templer auch sichtbar. Und gleichzeitig könnt ihr natürlich auch eure Granate einfach zweimal da drauf werfen, dann sind die Einheiten auch tot. So, das heißt, ihr braucht nicht zwingend was auf diesen Maps gegen getarnte Einheiten machen. Und wenn, dann könnt ihr auch Blaze als dritten wählen, wenn ihr ihn unbedingt spielen wollt. Ich würde Sirius empfehlen, aber wenn ihr Blaze unbedingt spielen wollt, dann ja, könnt ihr den auch benutzen, auf Nacht des Grauens, um getarnte Einheiten sichtbar zu machen. Ich rate es nicht auf, nicht ohne meinen Kumpel, denn dort kommen getarnte Banshees ab dem zweiten Objekt. Und das stört. Die getarnten Banshees könnt ihr nämlich nicht sichtbar machen. Dafür braucht ihr Sirius. Also da in diesem Fall Sirius. Blaze Ulti bedeutet, verringert allen Schaden, den Blaze erleidet, auf 30. Das heißt nicht, dass wenn 100 Einheiten angreifen, Blaze nur 30 Schaden bekommt, sondern er bekommt 100 mal 30 Schaden. Das klingt erstmal total großartig. Es klingt so, ja, wow, Blaze kann eigentlich faktisch nicht sterben, weil er hat so viele Lebenspunkte und wenn ich dann noch Kev Rattlesnake im Nacken habe, passiert ja nichts. Greifen 100 Marines an, die 8 Schaden machen. Da machen sie auch weiter ihre 8 Schaden. Das sind immer noch 800 Schaden. So, und dann wird Blaze halt immer noch sterben. So, es verhindert nicht, dass Blaze sterben kann, sondern es heißt halt nur, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Immortals anlaufe oder gegen Tempest, dann, wenn ein Immortal oder ein Tempest auf Blaze schlägt und die haben ja weit mehr als 30 Schaden, dann wird es auf 30 reduziert. Oder wenn ich jetzt einen Herrscherhybriden sehe, das sind die Osen, ne, mit diesen grünen Tentakeln am Rücken, wenn ich die jetzt zum Beispiel sehe, die haben eine Attacke, die 750 Schaden macht. Wenn die Blaze angreifen, dann macht es nur 30 Schaden. In so einem Fall ist Blaze dann ganz cool. Blaze kann man zum Beispiel auch als Tank nehmen gegen den Reaver-Comp. Also das ist ein Protoss-Comp mit Immortals und den Reavern. Und also einfach nur ganz, ganz krass, super, super, hyper krasser viel Schaden. Da kann ich Blaze nehmen, Blaze vorlaufen lassen. Blaze bekommt nur 30 Schaden, bekommt von Rattlesnake das Heilfeld. Und dann lebt er da ziemlich lange und ich kann mit dem restlichen Team aufräumen. Das geht auch, ja. Aber das Problem ist halt, dass das hier alles so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen beißt. Ne? Weil wenn man jetzt mal hier guckt, Blaze Öl zum Beispiel verlangsamt die Gegner auch. Ah ja, aber das macht auch hier alle Angriffe verlangsamen Ziele. Also Blaze beißt sich oft mit anderen, die die gleiche Aufgabe übernehmen können, aber teilweise sehr, sehr viel besser. Da kommen wir nämlich auch schon zu einem, der eine Aufgabe sehr viel besser machen kann, und das ist Cannonball. Bei Cannonball als erstes Upgrade das zweite Leben. Also so mache ich es. Wenn jetzt nicht viel Schaden bei rumkommt bei euren Gegnern, dann könnt ihr auch erst D wählen. Das ist sehr, sehr großartig. Also ihr nehmt Cannonball in allererster Linie nicht wegen dem Stun. Ne, er kann ja sich hinziehen zu den Gegnern und die Gegner betäuben. In der Regel macht ihr das dafür nicht, weil ihr habt durch Nux und durch Taike so viel AOE-Schaden, dass das sowieso alles sehr, sehr schnell verreckt und dann braucht das nicht ewig gestunnelt werden. Sondern ihr nehmt Cannonball in allererster Linie als Tanker und als extremer Damage-Dealer, weil Cannonball kann immensen Damage dealen. Ich ziehe mal das erste, also hier S, Lebensrettungssystem als erstes. Sei denn, ich will erstmal nur eine Base clean und ich stehe kurz davor, das zweite Upgrade hinterherziehen zu können, aber ich sag mal, ich weiß, ich habe 20 Sekunden das zweite Upgrade noch nicht, dann ziehe ich das hier, wenn es nur darum geht, eine Base zu clean, weil dadurch wird Cannonball sehr, 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 sehr schnell und kann unglaublich viel Schaden machen, weil er bekommt ja 3%, genau, Angriffsgeschwindigkeit wird um 3% erhöht und der Schaden wird um 3% erhöht, bis auf ein Maximum von 60, also der macht dann halt weit über 100 Damage. Das ist großartig bei Cannonball und da kann er sich halt hochstacken, die Stacks halten allerdings nicht besonders lange leider. Das kann man dann nehmen, um Bases halt schneller zu cleanen, um die Züge zu zerstören, wenn halt kein großartiger Damage zu erwarten ist, der Cannonball gefährlich werden könnte, weil Cannonball rennt sehr gerne weg und rennt sehr gerne in den Gegner rein und dann ist das zweite Leben sehr großartig. Und da kommen wir nämlich auch zu der Tanker-Funktion. Blaze könnt ihr in ganz spezifischen Situationen mal als Tank euch andenken, weil er halt auch sehr nah läuft, genauso wie Cannonball. Aber Cannonball hat sehr viele Lebenspunkte und er hat 2 Leben, und zwar alle 60 Sekunden. Das ist wie bei den Mutalisken von Dehaka. Die können auch einmal pro 60 Sekunden sterben, das gleiche gilt auch für Cannonball. Cannonball kann einmal alle 60 Sekunden sterben, dann wird er komplett geheilt und er ist 5 Sekunden lang immun gegen Damage. Ja, der tankt aber mal ordentlich. Und das ist auch genug Zeit, um alles zu zerstören, was da noch steht. Das heißt, als Tank, als reiner Tank, der halt auch noch nebenbei betäuben kann, ist Cannonball besser. Erheblich besser. Und ja, er profitiert natürlich auch von dem Heilfeld. Man kann ihm auch die Kara in den Nacken hängen, das funktioniert ziemlich gut. Er macht dann halt später sehr, sehr viel Schaden. Also das hier,
als erstes oder das hier als erstes, abhängig davon, wollt ihr viel Damage oder soll er tanken? Wenn er tanken soll, dann Lebensrettungssystem, soll er viel Damage machen, dann Hochleistungsenergiezellen. Das hier könnt ihr später nehmen, weil die 100% erhöhte Stunrate, wie gesagt, ist nicht so überwichtig. Und Kollisionsmunition kaufen ist halt ziemlich cool nachher, um halt ja, die letzten Züge oder so zu zerstören. Das sind so die Maps, wo er halt wirklich am besten ist oder halt auch um die leeren Splitter auf Geisel Armors oder so zu zerstören, weil er macht dann immensen Damage auf die Objekte, weil jeder dritte Angriff macht viermal mehr Schaden. Also das ist schon ziemlich krass. Der kommt dann mal so eben kurz auf 500 Schaden pro Attack. Also jeder dritte Attack macht dann halt plötzlich 500 Schaden plus. Ne, abhängig auch, wie hoch er schon gestackt ist. Das ist sehr, sehr gut. Damit ist er im DPS-Sektor gegen Objekte die Nummer 2. Da kommt nur Krokozem vorher. Das war es dann soweit auch zu den Schweinen. Und dann kommen wir mal zu den Spezialisten. Bei den Spezialisten ist es so, dass wir hier 3 haben, wobei einer eigentlich fast immer gesetzt ist bei den meisten. Und die anderen beiden eher weniger. Nikara sieht man fast gar nicht mehr. Also bei den Leuten, die sich jetzt viel mit Tigers beschäftigt haben, sieht man Nikara nicht mehr so viel, weil der DPS-Verlust, den man hat, ist gewaltig und Nikara ist eigentlich nicht besser als Rattlesnake, auch im Heilsektor. Sie kann halt ein bisschen mehr Burst healen, das ist auch cool, aber gegen die meisten Comps bringt einem das nichts. Man muss also viel, viel länger kämpfen und dann ist die Heilung von Rattlesnake einfach, wenn man, also mit Rattlesnake kämpft man kürzer und dadurch braucht man nicht so viel Heilung. Bei Nikara kämpft man länger und deswegen braucht man auch mehr Heilung. Ja, Nikara, ab und an ziehe ich sie als Nummer 5. Wenn ich halt wirklich keinen 5. habe, den ich brauche, wo ich sage, es ist jetzt vollkommen egal, wenn ich als Nummer 5 nehme, er wird mehr oder weniger nur so ein Auto-Attack-Monster, dann kann es Cannonball sein, aber ab und an wird es halt auch Nikara, weil ich halt einfach sage, dann sterbe ich halt nicht. So, ne? Die 4, die ich bis jetzt habe, die sind vollkommen ausreichend für meinen jetzigen Zweck. Der 5., ich kann entweder gar keinen ziehen oder ich ziehe einen, den ich kaum nutze, weil er mir hier gerade nicht viel bringt. Oder ich ziehe Nikara, dann habe ich wenigstens einen guten Effekt, der passiv ist. Also ich muss da nicht viel für tun. Deswegen fange ich jetzt auch mal bei Nikara an. Bei Nikara ist es so, das erste Upgrade, was ihr ziehen solltet, ist immer das X-Upgrade. Brocchion Heilserum. Und zwar geht es darum, dass die Heilung von Nikara um 100% verbessert wird. Ist genauso wie bei Rattlesnake, heilt dann aber extrem immens und ihr könnt mit Tigers alleine super, super viel Face-Tanken. Nikara steht schön hinter ihm und Tigers zerlegt eine große Base alleine, weil er halt einfach nicht stirbt. Das zweite, was ihr ziehen solltet, ist Brocchion Zwillingsheilstulpen. Dann kann Nikara sich und Tigers gleichzeitig heilen oder sie heilt Nux und Tigers vor sich, also sie kann 2 Einheiten gleichzeitig heilen, was natürlich einfach ihre Effektivität verdoppelt und dann wird sie erst gut und danach würde ich erst einmal gar nichts ziehen bei ihr und erstmal alle anderen ziehen, weil das hier ist nicht besonders wichtig. Erhöht die Sofortheilung und Regeneration von Lieutenant Nikaras Fähigkeit Regenerationsschub um 100%. Das ist ja dieser kleine AOE-Bereich, in dem sie um sich herum so ein Burst-Heal setzen kann und dann regenerieren die Einheiten auch noch hinterher. 100% also hier, ja, aber man braucht es eigentlich nicht. Und vor allem nicht früh, später ist es ganz cool, mal ein Burst-Heal hinzulegen, gerade wenn man jetzt gegen so extrem starke Protoss-Comps kämpft, aber ansonsten eher nicht. Und die Ulti braucht ihr eigentlich gar nicht. Die Ulti ist echt schwach, 200 Schaden werden verhindert oder es hält 20 Sekunden lang auf einem Cooldown von, ich meine 15 Sekunden, 15 oder 20 Sekunden, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das heißt, es ist ein Schild, den eine Einheit betrifft und Nikara nutzt den Schild auch ganz gerne, um verbündete Einheiten, also auch die von meinem Mitstreiter, mit einem Schild zu versehen. Yay, dann wird halt ein Zergling, kriegt ein Schild. Nicht so geil. Nein, ist einfach eine scheiß Ulti. Da könnte eine bessere kommen. Ich würde mich hier freuen, wenn hier die Ulti komplett ersetzt wird. Der Schild kommt raus. Oder sie macht eine Bubble um sich herum, dass Projektile um 20% weniger Schaden machen. Oder alle Einheiten in diesem Feld 20% weniger Schaden kriegen. Sowas wäre ganz cool. Also so wie man das auch von den Wächtern, von den Protoss kennt. So eine große, schöne Kuppel. Das wäre cool. Oder dass sie ein Feld um sich hat. Und wenn die Einheiten, die sich in diesem Feld befinden, bekommen 5% mehr Schaden. Ne? Nicht mehr als 5%, weil im Endeffekt muss man die 20%, die man durch Nikara verliert, ausgleichen. Man hat 4 andere Outlaws, die angreifen können. 5% würde dazu führen, dass Nikara faktisch kein DPS-Verlust ist. Oder theoretisch gesehen kein DPS-Verlust ist. Es wäre auch cool, wenn das die Türme betreffen würde von Sirius. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Ja, sowas würde ich mir wünschen. Aber das Matrix-Generator ist einfach nicht gut. So, dann kommen wir zu Nux. Nux ist so wie Sirius zu sehen. Einer, den man immer gebrauchen kann. Immer gut. Wahnsinnstyp. Nux hat 3 Upgrades, wobei 2, die ersten 3 und dann halt ein super gutes Ulti, so wie alle. Aber mir geht es um dieses hier. Erhöht den Radius von Nux Fähigkeit Ultraschall und Impuls um 50%. Der einzige Nachteil an diesem kleinen Ultraschallimpuls ist, dass er tatsächlich
nicht upgraded, nicht besonders groß ist. Wenn man ihn upgradet, dann ist er ziemlich groß. Und damit ist er super, weil er macht 20 Schaden. Ich kann auch das hier zuerst ziehen, dann habe ich erhöht den Schaden von Nux-Fähigkeit Ultraschallimpuls um 50%. Es macht 20 Schaden pro Sekunde und dann sind es 30 Schaden pro Sekunde. Das ist gut, aber das hier ist ein bisschen besser, weil mir geht es ja in erster Linie darum, wenn ich Nux ziehe, dass ich AOE-bereichmäßig Schaden mache. Ich will Nux als AOE-Monster haben. Er hat ja 3 Aufladungen auf seine Ultraschall-Fähigkeit. So, und jetzt möchte ich also einen großen AOE-Sektor haben und dafür nehme ich natürlich erst einmal Ultraschall-Verstärker. Dann als zweites sofort T4-Hülsen, Wolkenbruch, das heißt 50% mehr Schaden. Und dann nehme ich die erhöhte Dauer. Ich kann auch diese beiden zuerst ziehen, also S und dann D oder S und dann A. Abhängig davon, will ich mehr Burst-Damage oder will ich halt mehr längeren Sustain-Damage, weil jetzt zum Beispiel ist ein schmaler Aufgang oder kommen viele, viele, viele Zombies, dann will ich halt auf jeden Fall einen größeren Radius und eine erhöhte Verlängerung. Auf Zombie-Maps erst D, dann S, ansonsten auf jeder andere Map S, D, A. So ziehe ich es immer. Ne? Oder S, A, D, aber auf jeden Fall S als erstes. Mein Tipp. Dann F, N3-Netz kaufen. Ist eine der Fähigkeiten, so wie bei Sirius mit den Türmen, ist es auch hier, diesen will ich so schnell wie möglich haben. Vor allem will ich es haben, wenn Sirius mein Dritter war und Nux mein Vierter geworden ist. Die Türme von Sirius sind großartig. Die sind absolut großartig. Und Nux sorgt dafür, dass alle diese Fähigkeiten, die ich halt unten gezielt wählen kann, wie auch die Schreddergranate von Tychus, das Heilfeld von Nux, Rattlesnake, all diese Dinge bekommen ein 20% verringerte Cooldown-Zeit. Klingt nicht nach viel, ist es aber. Ich kann viel öfter Türme werfen, ich kann viel öfter heilen, ich kann viel öfter meine Granate werfen. Das alles macht sich super und Nux selbst davon wird auch betroffen. Das ist ziemlich, ziemlich krass. So, das ist einfach großartig. Das ist super und Nux ist ja auch gleichzeitig ein Detektor, wenn ich das haben möchte. Ihr seht das hier. Hier ziehe ich das gerade. Weil ich mir noch nicht sicher war in diesem Fall, ob ich Nux oder Sirius wähle. Ich habe dann Sirius genommen, aber hier habe ich schon mal für Nux das Detektor-Upgrade gezogen, weil ich hier gegen Skytyrant spiele und die kommen dann mit getarnten Banshees und die will ich auf jeden Fall sehen. So, also klar. Nux, großartig. Kommen wir zu Vega. Vega ist auch auf dieser Map in diesem Fall meine Nummer 5 gewesen, weil Vega ist gar nicht so schlecht. Auch Vega ist gar nicht so schlecht als Nummer 3. Vega ist nicht so gut wie Nux. Vega ist auch nicht so gut wie Sirius oder wie Rattlesnake, aber Vega ist okay. Vega ist alles in allem okay, wobei sie viele enttäuschende Sachen an sich hat. Vega kann Einheiten klauen. Das ist erstmal so die Kernaussage für Vega. Vega hat folgende Upgrades. Sie kann ja 3 Aufladungen haben und dann kann sie 3 Einheiten klauen, dann geht das ja wieder in Cooldown und dann kann sie halt mehr Einheiten klauen. Fähigkeit, Fremdsteuern, stellt die Trefferpunkte, Schilde und Energie des Ziels wieder her und erhöht seine Angriffsgeschwindigkeit um 50%. Okay, geklaute Einheiten werden also wieder geheilt, weil meistens kriegen die ein bisschen Damage vorher von Nux oder so. Das heißt, jetzt habe ich sie wieder voll geheilt und sie kriegen 50% Attack Speed, das ist okay. Dann habe ich Neural Disruptor kaufen. Vegas Fähigkeit Fremdsteuern. Verwirrt feindliche Einheiten im Umkreis um die fremdgesteuerte Einheit und bringt sie dazu, sich 10 Sekunden lang gegenseitig anzugreifen. Sehr gut. Dann Psi-Projektor kaufen. Verleiht Vega die Fähigkeit, bis zu 5 feindliche Lufteinheiten zu Boden zu zwingen. Dadurch können sie von verbündeten Einheiten angegriffen werden, wie Bodeneinheiten. Das hat Aufladungen und kann bis zu 5 Einheiten ja runterziehen. Das heißt, ich kann dann 15 Einheiten runterziehen. Großartig. Und dann haben wir eine ziemlich schlechte Elite-Fähigkeit, auch hier wieder echt schlechte Ulti. Erhöht die Dauer von Vegas Fähigkeit Fremdsteuern um 100%. Vega kann man so nutzen, dass man Einheiten klaut, damit Medivacs rausportet, Gehalt hinter sich stellt und dann baut man sich eine kleine Armee auf, das geht. Das ist aber eher ein enttäuschendes Ulti, weil die Dauer ist eh recht lang und ob ich sie jetzt 3 Minuten oder 6 Minuten habe, spielt nicht den großen Unterschied. Aber wenn ich Vega baue, was ist die erste Fähigkeit, die ich upgrade? Grundsätzlich, immer, ohne Ausnahme, das. Neural Disruptor ist der Grund, warum man Vega als Nummer 3 spielen kann. Denn Vega kann, ich sag mal, es kommen 10, 20 Zerklinge auf euch zugelaufen und ihr nehmt einfach einen Zerkling aus der Mitte und sagt, das ist meiner. Dann drehen alle Zerklinge im Umkreis drumherum durch und greifen sich gegenseitig an und töten sich. Super. Das ist wie der Furchteffekt von Sirius. Funktioniert genial. Nur, dass Sirius ja eine 30% Wahrscheinlichkeit hat, es auszulösen. Und hier ist es einfach immer so. Es funktioniert auch super gut gegen Skytyrant, wenn man als Dritten dann Vega wählt. Und da kommen jetzt ein paar Vikings und ein paar Banshees angeflogen. Und man nimmt sich einfach nur die Vikings raus. Dann Game. Und da Vega einer der Spezialisten ist, hat man auch in diesem Fall einen Detektor. Weil er ist ja, Spezialisten können ja alle Detektoren werden und da brauche ich dann auch nicht Sirius. Also Vega ist tatsächlich gut, wenn man Neural Disruptor als erstes zieht. Als zweites kann man dann ziehen, weil man ja Rattlesnake gewählt hat, das hier. Hilft auch, ist wirklich so.
Im Endeffekt, es geht euch darum, nicht die Einheiten tatsächlich zu besitzen. Weil warum nicht? Die Einheiten kommen, wenn man jetzt brutal spielt, ja später voll abgegradet an. Also 3-3 oder 3-3-0. So, das heißt, die Einheiten sind total gut. Jetzt übernehme ich eine Einheit. Und das hat man leider damals bei Vorasun genervt und hat das für Vega einfach mit übernommen. Die Einheiten verlieren ihre Upgrades. Das heißt, ich übernehme eine 3-3-Einheit. 3 Angriffsschaden mehr und 3, also plus 3 plus 3 auf Angriffskraft, also auf Angriff und auf Panzerung. So, und in dem Moment, wo ich eine Einheit übernehme, fällt sie auf 0-0. Sie verliert alle ihre Upgrades. Und das ist super schade. Ja, das ist richtig ärgerlich. Und da bringt es mir dann auch nichts, dass alles wieder schön hochgezogen wird und dass ich 50% mehr Tech habe, weil die Einheit ist einfach im Vergleich zu meinen gegnerischen Einheiten schlecht. Und sie kriegen auch nicht meine eigenen Upgrades. Also wenn ich jetzt das hier ziehe, da habe ich es ja, ne, erhöht den verursachten Schaden von Tychos und seinen Outlaws um X, ne? Also, das heißt, ich kann ja hier plus 5 plus 5 werden. Ich bin ja der einzige Commander mit Tychos, der über plus 3 kommen kann. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn man hier den Text ändern würde. Erhöht den verursachten Schaden von deinen Einheiten um, ne, Punkt. Erhöht den erhöhten Schaden deiner Einheiten. Damit würden auch die also übernommenen Einheiten am Ende 5-5 werden können, was ja mega wäre. Und dann würde ich Vega auch ganz gerne spielen und dann wäre Vega auch meine gesetzte immer Nummer 5. Aber so kriege ich 0-0 Einheiten und kämpfe gegen 3-3 Einheiten und die 50% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit hauen es dann leider auch nicht raus. Das heißt, mir geht es in allererster Linie immer um den Neural-Disruptor und dass ich Einheiten übernehmen kann, ist nett. Das heißt, ich versuche als allererstes Vega so ein bisschen supportig zu sehen. Das heißt, Vega kann Einheiten übernehmen, das ist auch gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur sehr wenig Lufteinheiten habe, die ersten Wellen kommen ja bei Protoss zum Beispiel mit sehr wenig Lufteinheiten. Ich habe dann zum Beispiel 3 Scouts und 8 Berserker oder 3, ja doch, ja, 3 Scouts und ein paar 4 Adepts. Dann übernehme ich die 3 Scouts. Oder richtig gut ist es halt, wenn es mit Berserkern kommt, Berserker und Scouts, dann übernehme ich halt einfach die Scouts. Die Bodeneinheiten darunter greifen sich alle wunderbar gegenseitig an und meine Scouts zerstören die Berserker. Ne, dann ist Vega super supportig. Oder ich übernehme halt später bei größeren Wellen, wenn halt viele Lufteinheiten da sind, zwinge ich dann 15 Einheiten dazu, zu Boden zu gehen und dann Rattlesnake, der ja nicht Lufteinheiten, Mensch, da, der nur nicht Lufteinheiten angreifen kann, der ist jetzt mittlerweile hier, ist ja richtig schön spät im Spiel. Ich habe also alle meine Helden schon voll upgegradet und sind alle 5-5. So, und jetzt habe ich halt auch Vega und Vega zwingt jetzt 15 Einheiten zu Boden und Rattlesnake hat AOE-Damage und greift diese 15 Einheiten AOE-mäßig an. Und die meisten Lufteinheiten sind ja später auch gepanzert. Das ist ziemlich, ziemlich gut, weil auch Battlecruiser und sowas werden zu Boden gezwungen, also schwere Kreuzer, die werden zu Boden gezwungen und bam, 15 kann ich zu Boden zwingen und Rattlesnake kann sie dann alle schön AOE-mäßig angreifen. Buff. Geil. Das heißt, Vega ist echt nicht schlecht. Vega ist tatsächlich nicht schlecht, aber sehr speziell. Und wenn man Vega spielen will, dann wirklich WEQR, wenn man die Minereien hat. Alles ist upgegradet, man hat die Minereien. Dann kann ich R nehmen. Ansonsten, ich verzichte ganz gerne mal auf ein Ulti, weil ein Ulti sind zwei Upgrades eines anderen Outlaws und die meisten Outlaws sind super, super stark auch ohne ihr Ulti. Das gilt für Vega, das gilt nicht für Nux, das gilt für Nikara. Hier gilt es halt nicht für Sirius, es gilt aber auch für Tychus. Tychus braucht sein Ulti nicht super schnell. Crooked Sam braucht sein Ulti unglaublich wichtig. So, und hier Blaze, ein furchtbares Ulti, habe ich ja schon erklärt, warum. Und dann haben wir halt Kollisionsmunition, ist auch nicht besonders stark, denn ich brauche wirklich den DPS. Und das ist ziemlich gut. Hammermunition, aber die würde ich halt auch ein bisschen verzögern. So, das heißt, ich habe jetzt alles mal so ein bisschen erklärt. Ihr habt jetzt quasi die Reihenfolgen, wie ich sie wähle und wie auch viele, 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 viele andere sie wählen, mal gesehen. Ich kann das nochmal kurz durchgehen. Nummer 1, alle Reihenfolge egal, also S oder D, hier X oder Z. Dann haben wir hier E, W, Q, hier Z, irgendwann C, X, V, klar. Hier haben wir S oder D als erstes, abhängig seiner Rolle. 4 DPS D, Überleben, also Tank S, A, F. Und dann haben wir hier S, abhängig davon brauche ich mehr Damage, A. Brauche ich eine höhere Dauer? D, also SDA oder SAD, F, klar, Nikara, XC, erstmal nix und dann ZV und bei Vega WEQR. So, jetzt habe ich euch normale kurz aufgedröselt. Gut, wenn ihr diese Gebäude hier baut, ihr braucht nicht immer alle Upgrades ziehen, die meisten Maps sind zu kurz dafür. Hier ist eine Map, die ich nicht beschleunigen kann, hier kann ich alle Upgrades also auch ziehen. Das mache ich auch im Laufe dieser Runde. Dann immer als erstes, dass Tychus seine erhöhte Angriffsspeed bekommt oder alle Desperados erhöhten Angriffsspeed bekommen. Dann spiele ich hier gegen Sky Terran, das heißt, ich verzichte hier erst einmal auf G und hole mir schnell eine Detektoreigenschaft, während ich zwei Machine Dogs baue und dann ziehe ich halt immer EA, EA, EA.
Ne, die ziehe ich hier komplett durch auf plus 5 plus 5, weil das schaffe ich auch innerhalb der Dauer der Map und kriege trotzdem alle meine Outlaws voll upgegradet. Also ich kriege 5 voll upgegradete Outlaws plus alle Waffen und alle Verteidigungsupgrades. So, das war's. Das Video ist zu lang. Ich zeige also jetzt keine Runde. Das war jetzt einfach nur mal kurz die Outlaws und die Upgrades und die Reihenfolge erklärt. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.